Ich habe schon so lange keine Antwort mehr gemacht. Also, Ohne Witz. weißt du, so Vor allem eine richtige An. zusammennicken. Ja, eben zusammen meine ich so. Hi! Wie ihr seht, ich bin gar nicht alleine. Und zwar ist heute wieder Dino mit dabei. Wir haben heute was richtig Peinliches geplant. Also ich glaube, es wird peinlich, je nachdem, wie das dann so ausgeht. Und zwar haben wir so je 6 Fragen vorbereitet. Also Dino hat 6 Fragen an mich und ich habe an sie 6 Fragen. Und das sind halt so unangenehme Fragen. Und wenn wir die halt nicht beantworten wollen, dann müssen wir was kaufen. Und der andere kann dann entscheiden, was die Person kaufen muss. Also es muss halt was vom Globi sein, oder? Also sowas. Genau, Also ja. so, was jetzt nicht so krass teuer ist, aber was jetzt auch. Also man kann. Ja, okay, man kann dann entscheiden, was der andere kaufen muss. Wer soll anfangen? Ich weiß nicht. Beginnst du es einfach du? Okay. Also, dann kommen wir mal zu der ersten Frage. Oh Gott, es ist so, es wird gleich so laut sein. Wie oft wechselst du deinen BH? Ja. Okay, also ich beantworte es jetzt. Alter, das ist aber irgendwie schon. Also schau, bei mir ist es so, ich habe halt nur so drei, vier. Ich habe zwei, die ich anziehe. Ja, die ich halt eigentlich anziehe. Also ich habe dann noch zwei, die sind immer noch ein bisschen zu klein und die ziehe ich so höchstens zum Reiten an oder so. Und dann wechsle ich halt immer so ein bisschen ab. Also ich habe nicht ein BH an und dann tue ich den in der Wäsche, sondern ich mache immer so je nach Outfit halt mäßig, schaue ich dann. Und dann irgendwann, wenn ich halt dann. Spaß daran. Ja, und irgendwann, wenn ich das finde, so, ja, jetzt muss er in die Wäsche, dann ist er in der Wäsche. Also ich kann dir gar nicht sagen, wie lange, weil ich halt immer so vielleicht 3 Tage diesen anhab, dann 3 Tage diesen wieder. Aber ich würde schon so sagen, so, weiß ich, so alle 1,5 Wochen oder so mache ich den mal in die Wäsche. Also ich weiß ja nicht, aber. Die werden halt auch nicht dreckig so. Ist irgendwie Nein, komisch. okay. Ja, nee, ich glaube, das Weil macht ich hab. fast jeder so. Also ich weiß ja nicht, aber. Ja, ich hab halt einen schwarzen halt, ne? Und dann gucke ich halt immer je nach Outfit. Ja. Scheiße, du hast die erste Frage geschafft. Oh mein Gott. Okay, jetzt ich. Die ist jetzt, glaube ich, ein bisschen harmloser. Also harmloser, je nachdem. Und zwar, Ja. wie viele Jungs hast du schon geküsst? Also verschiedene Jungs. Ja, kannst du ja auch stellen. Okay, egal. Auf jeden Fall, wie viele? Okay. Überlegen. Ja, Nico halt, Alex, Linus, Jeremy. Ja, Hä? also so die. Dino, so viele? Warte, Linus und Jeremy, das war halt, da war ich so fünfte Klasse halt. Diese fünfte Klasse Love Stories halt so, ne? Aber das war ja trotzdem ein paar Mal. Also So, hä? so ein krasser Kuss oder einfach so ein kurzer? Hä, so ein kurzer. Also so ein. Richtiger, richtiger Kuss? Also, was meinst du jetzt, Zungenkuss oder normaler Kuss? Ja, einfach ein. Ja, aber einfach so ein leidenschaftlicher Kuss, keine Ahnung. Ja, also dann. Ja, dann einer eigentlich. Okay. Okay, ja, gut, jetzt darfst du es auch beantworten. Wie viele Jungs hast du schon geküsst? Ja, einer. Okay, Scheiße, jetzt bist du wieder dran, oder? Ja, 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 jetzt bist ja. du wieder dran. Okay, das ist auch eine mega easy Frage eigentlich. Und zwar, also wenn überhaupt du jemand hast, welchen Star findest du anders attraktiv? Also du musst halt irgendjemand sagen, aber halt so Ja, welchen. kann ich dir direkt sagen? Direkt Ian Somerhalder. Das ist der Schauspieler, der Damon in The Vampire Diary spielt. Ah ja. Und ich bin ein bisschen obsessed mit Johnny Depp, muss ich sagen. Alter, stell dir mal eine Frage so harmlos. Du triggerst mich. Die anderen kommen dann noch, die peinlichen, glaube ich. Okay, dann. Bin ich dran. Okay, warte, ich muss gerade überlegen, welche Frage ich als erstes nehme, weil die sind beide eigentlich recht unangenehm. Okay, Scheiße. geil. Hast du dir schon mal einen Lehrer nackt vorgestellt? Ein Lehrer nackt vorgestellt? Ja, kann auch Lehrerin sein, ist Doch, scheißegal. safe. Aber wohl. Na, wenn ich ehrlich bin, nicht so krass. Also vielleicht schon mal jemand. Aber nicht in dem Sinne von, oh mein Gott, so geil, sondern einfach so, wie wäre es Ja. jetzt, wenn der nackt. Aber nee.
Ja. Aber das ist ja mal überhaupt keine unangenehme Frage, Dino. Hä? Okay. Was ist deine größte Angst? Meine größte Angst ist halt eigentlich irgendwie meine Tiere bzw. meine Eltern oder so im frühen Alter zu verlieren. Weil ich meine, so, ja, also, keine Ahnung, das ist irgendwie so meine biggest fear, glaube ich. Mhm. Oder das halt, dass ich mit vielen Menschen Kontakt verliere, das finde ich ganz schlimm. Ich bin ein sozialer Mensch. Mhm. Ich brauche das einfach. Okay, dann bin ich jetzt dran. Aber Ding, das war doch nicht unangenehm. Ja, keine Ahnung, hätte sein können. Das ist so richtig was. Ja, ich weiß doch auch nicht. Okay. Hast du schon mal einen Porno geguckt? Ja, aber ich glaube jeder, oder? Obwohl, weißt du, es ist ein bisschen dumm, weil jetzt da auch Jüngere zuschauen, aber ich glaube, es macht jeder mal. Mindestens einmal im Leben. Ja, und sonst halt so, wenn man das 365 Tage oder so schaut, dann haben wir ja eigentlich schon geschaut. Ja, okay, stimmt auch mal wieder. Also, dann meine Frage. Und zwar, wann und wieso hast du das letzte Mal geweint? Ich muss kurz überlegen, ob ich das beantworte. Ja, okay, eigentlich kann ich das beantworten. Ja, Alter, egal. Auch wenn meine Freunde das ansehen, ist zwar cringe, aber... warte, wann war das? Ich glaube, heute ist Sonntag, gell? Mhm. Ja. Ich glaube, das war Mittwoch, weil ich da ein paar Sachen mitbekommen habe, was Leute allgemein so über mich gesagt haben. Und das fand ich sehr verletzend. Und dann habe ich irgendwie gerafft, dass ich mit jedem gerade gefühlt Kontakt verliere. Und dann, ja, musste ich halt weinen. Oh Mann. Ja, I don't give a fuck. Auf die, sollen die machen. Ja, machst du gut. Hast du schon mal deine Hand angepinkelt, aber warst du faul, deine Hände danach zu waschen? Nein, also nein, what the fuck, also zu faul war ich dann safe nicht. Wie kann man seine Hand anpinkeln? Ja, keine Ahnung. Ich war auf dem Klo und dann ist es mir irgendwie so voll so in den Sinn gekommen. Aber die Frage ist eigentlich schon geil. Also, nee, was einfach mal ist, oder wenn man so Toilettenpapier ist, dass dann da aus Versehen so das durchdrückt oder irgendwie, weißt du, ja, so. Aber danach bin ich immer Hände waschen gegangen. Ja, dann ich die Frage, und zwar, was kaufst du dir für eine BH-Größe? Ach, Schnitte, du! Ich weiß nicht, ob ich das beantworte. Eigentlich ist es ja nichts Schlimmes. Das ist schon peinlich, weil es ist schon irgendwie nicht so groß. Ja, ja. Aber nee, ja, eigentlich. Egal. Also, ich kaufe mir die BH-Größe 75B. Hä, das ist ja voll gut. Also, voll normal. Ja, okay, also, die sind vielleicht ein bisschen groß, aber. Also, doch, es passt schon. Aber kaufst du Push-Up oder nicht? Nein, kein Push-Up. Ich mag Push-Up nicht. Okay. Scheiße, jetzt kommt ja die unangenehmste Frage. Ich glaube, die ist zu schlimm, Schnitte. Ich glaube, die ist zu schlimm. Ich glaube, ich habe nachher auch eine schlimme, aber doch, frag sie einfach, okay? Hast du jemandem schon mal ein gegeben? Sie ist sprachlos. Ich beantworte jetzt definitiv nicht. Eigentlich, Dino, hätten alle Fragen so sein sollen. Ja, das stimmt schon. Okay, also komm, was muss ich kaufen? Du musst dir... oder warte mal. Geh mal bei Kleidung. Ja. Dann die auf Accessoires. Oh je. Dann tisch auf das Schwarze. Oh mein Gott, nein. Und dann siehst du doch die erste Brille da, oder? Die heißt Sonnenbrille Prärie-Tänzerin. Aha. Siehst du sie? Ja. Die musst du kaufen. Oh, geil. Ich finde die nämlich cool. Die ist ja echt übel geil. Ich dachte so, wir kaufen was Hässliches, aber finde ich sehr gut.
Ich kaufe sie aber mit Starcoins, okay? Ja, kauf du. Nein, Spaß. Spaß. Okay, okay, ich habe sie gekauft. Ich mit Starcoins gekauft. Ja. Hey, aber nice, okay. Geil. Jetzt bin ich dran. Ich hoffe, dass YouTube nicht die Sachen sperrt. Ich glaube, wir müssen da schon so Piep machen. Ja, ach du Scheiße, jetzt hab also, ich einen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt eine loste Frage ist oder nicht, aber also, wann hast du es gemacht? Wenn überhaupt. Was? Also weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, okay. Okay, ich habe alles erwartet, aber das nicht. Diese Frage beantworte ich natürlich nicht. Dann Mann, was? Das ist voll, Alter, das ganze Video hätte so sein sollen. Das ist so witzig. Wir hätten eigentlich nur so Fragen machen sollen. Okay, also dann geh mal auf. Okay, nein, warte, ich muss kurz was raussuchen. Oh mein Gott, die ist irgendwie geil. Ich weiß nicht, ob du die schon hast oder nicht. Oder ob das zu teuer ist. Aber geh mal auf Kleidung. Und dann Accessoires und dann auf Blau. Ja. Und siehst du da diese Skibrille? Diese Taucherbrille-mäßige. Also diese Unistra Vistor Visor-Dings. Ja. Die musst du kaufen. Ich hab sie gekauft. Geil. Aber ich fühle die voll. Ich glaube, ich kaufe die auch mal. Die ist voll cool. Ich hab's jetzt angezogen. Ja, die ist echt voll geil. Also Leute, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, es war ein bisschen unterhaltsam für euch und nicht zu cringe und so. Und ihr habt jetzt kein falsches Bild von uns, aber bitte ja. Nicht. Dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag und man hört sich beim nächsten Mal wieder. Tschüss! So random, dieses Video. Ja, schon irgendwie. Ich glaube, ich werde mich richtig wegcringen, wenn ich das schneide. Ja, definitiv.